Liebe Zuseher, ich darf Sie wieder begrüßen auf meiner Homepage. Fein, dass Sie wieder mal reinschauen. Heute möchte die Friederike Weilinger bei mir begrüßen. Sie ist Kurleiterin des Singkreises in Schlath bei Schwanenstadt. Ja, aber Näheres, glaube ich, kann Ihnen die Friederike selber erzählen. Ja, natürlich, wir sind ein gemischter Chor, das heißt gemischt Männer und Frauen, gemischt aber auch im Alter. Wir haben Jüngere dabei, wir haben aber sehr viele ältere Leute dabei. Und das freut mich ganz besonders, dass mir das gelungen ist, dass wir da so einen Chor zusammengebracht haben. Singen ist ja bekanntlich sehr gesund für Geist, Leib und Seele. Und wir tun da auch viel dafür. Geht schon an bei den Einsingübungen, das werdet ihr eher ein bisschen sehen im Film. Da gibt es eine Bewegung. Und das hält den Körper fit. Beim Singen muss man sich auch konzentrieren, muss man sich oft sehr konzentrieren. Schau mal für die Noten, den Text. Und auch, es gibt halt manche Ansagen des Chorleiters oder der Chorleiterin in dem Fall, nach denen man sich richten muss und die man sich auch merken soll. Also muss man sich konzentrieren. Und das ist ganz wichtig, gerade für ältere Semester, damit man geistig fit und frisch bleibt. Und nicht nur, wir machen nicht nur Chorproben, sondern wir sitzen uns dann auch zusammen und da ist es oft wirklich sehr, sehr lustig. Wir dann Geburtstag feiern und dann wird noch gesungen und da geht es richtig lustig zu. Und ich glaube, die Leute zehren noch oft einmal ein paar Tage davon, wenn es wieder mal recht gemütlich ist. Ja, und somit würde ich sagen, ist Singen einfach ganz eine tolle Sache und ich würde jeden einladen, da mitzumachen. Ja, und wir haben es schon gehört, es ist ein gemischter Chor, das heißt, auch Männer sind gefragt. Okay? Ja, Männer sind meistens in der Unterzahl. Ja, also liebe Männer, packt euch. Ich weiß, es das heißt ja, Männer können nicht singen, und wenn es darauf ankommt, dann haben sie oft eine ganz schöne Stimme. Ich habe die Möglichkeit gehabt, dass ich bei einer Probe dabei sein durfte. Und ja, von dieser Probe werden wir jetzt ein bisschen was sehen. Was aber natürlich der Höhepunkt war, und ich glaube, da auch der Höhepunkt von diesem Singkreis ist, in St. Wolfgang in der Kirche bei einem Konzert, wo ca. 7, 8 Gruppen gewesen sind, da hat der Singkreis einen Auftritt gehabt. Da war ich dabei, habe ein paar Aufnahmen gemacht, aber schauen Sie das einfach selber mal an. Eiwendig singen. Dass wirklich ein Tänz dabei, das sieht man lieb ist, das hier. Im Herzen bleibt leise ein Feuer. Ich hoffe, es brennt nur wenn. Bei den meisten so sind. Was? Verdammt. Ja, wir haben gleich gut zu singen, bevor wir das singen. Ja, wir haben gleich gut zu singen. Ja, so, haben wir doch. Sie
singen den Weihnachtssong, der hat die Nummer 4. Der steht uns ganz schön auf die Weihnachtssong. Ja. Nummer 4. Ja, Iri, Ja, Iri, Ja.
Ja, liebe Zuseher, das war der Beitrag für Schlatt, den Singkreis. Ihr habt es jetzt gesehen, von den Chorproben angefangen bis zu ihrem Auftritt in St. Wolfgang der Kirche. Also mir persönlich hat es recht gut gefallen. Ich war begeistert von dem ganzen Konzert. Ja, aber ich glaube, da möchte jetzt auch die Friederike noch was dazu sagen. Ja, es war auch für uns wirklich ein Höhepunkt dieses Jahres, weil es einfach schön war. In St. Wolfgang ist die Umgebung sehr schön und in der Kirche das Ambiente war einfach sehr schön. Es haben 7 Chöre mitgewirkt insgesamt. Es war für uns eine ganz schöne Sache, wo wir uns recht drüber freuen. Und ich möchte nur einmal sagen, es sind alle herzlich eingeladen mit zu singen. Nicht nur bei meinem Chor, sondern auch in anderen Chören. Meldet euch an. Es ist sehr gut und sehr gesund und gegen Vereinsamung. Man ist unter den Leuten, man ist einfach im Geschehen eingebunden und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Aber natürlich auch, wenn, möchte ich persönlich sagen, wenn es gute Sänger gibt, die Interesse hätten, besonders Männer und da ganz besonders Tenöre, waren bei mir ganz herzlich willkommen. Ja, also ihr seht, da ist eine Begeisterung dabei. Also das hat schon was. Ja, in diesem Sinne möchte ich Ihnen also nochmal ein schönes Weihnachtsfest wünschen. Einen guten Rutsch und vielleicht schauen Sie auch nächstes Jahr wieder auf meine Homepage rein und bis dahin bleiben Sie im Lebensfluss.